Mittwochmorgen. Heute sind nur 3 EC-Piloten, aber die Passagiere kommen halt nicht rein. Letzte Nacht, boah, das war ein Gewitter. Unglaublich. Also, ich glaube nicht, dass ich schon mal solche Donner gehört habe vorher. So, heute aber keine Wolke am Himmel, Sonne satt pur. Und ja, Wind soll es auch nicht geben. Aber kalt. Wir haben gerade 7 Grad. Es soll heute maximal 18, 19 Grad werden. Und ja, das ist schon ziemlich kalt. So. Mal gucken. Gestern wurde ich noch von Priorität 3 auf Priorität 1 hochgestuft. Aber es kam ja eh keine Passagiere rein. Von daher. Egal. So, auf geht's. Boah, ist das grell. So, es ist Lunchtime, kurz vor 1. Mein Helikopter wird geflogen von jemand anderem in der Zeit, denn wir sind voll gebucht. 260 Leute pre-booked. Ich glaube, das ist neue Rekordzeit. Monate. Ja, die Leute strömen nur so rein und wir haben nur 3 ECs. Wir könnten, glaube ich, sogar mehr fliegen, als wenn wir mehr, ein, zwei Helikopter mehr hätten. Wir sind echt, ja, voll. Deswegen fliege ich auch den ganzen Tag. Viermal bin ich geflogen und nach der Pause, also wir haben ja diese kürzeren Tage, man kann ja gar nicht mehr 9-mal fliegen. Heute Morgen war der ganze Süden, ne, Osten, der ganze Osten komplett bewölkt. Das heißt, wir mussten alle die kurzen Touren fliegen, die lange Tour war nicht möglich. Ich habe jetzt gerade die erste lange Tour geflogen und davor 3 kurze. So, jetzt gibt es ein kurzes Lunch, mal gucken, was ich esse und dann geht's weiter. Und dann ist ja, wie gesagt, eine Stunde früher Schluss. Ja, letzte Nacht habe ich echt kaum geschlafen, 5 Stunden max, weil hier ein Gewittersturm nach dem anderen durchzog und das donnert vielleicht, das ganze Haus wackelt und die Alarmanlagen der Autos gehen dann auch immer an. Das heißt, es hupt die ganze Gegend, voller hupender Autos. Ja, Trinkgeld gab es nicht viel. Einmal, ja, knapp ist drauf. So, Lunchbreak ist vorbei. Es gab nur ein bisschen Kuchen. Es ist ziemlich warm. Zumindest die Sonne, die brennt noch ganz schön, obwohl wir offiziell hier nur 18 Grad haben. So, weiter geht's. Mit der Liane habe ich gesprochen. Die holt in San Jose, also das ist eine mindestens 3- bis 4-stündige Fahrt, ihr neues Handy ab. Ihr iPhone 13 Max Pro, 1 Terabyte. Speicherplatz, also das beste Handy, was es zu kaufen gibt. Naja, dann hat sie das wenigstens, wenn sie hier mit mir im Grand Canyon fliegt in 2 Wochen. Hoffentlich. So, ich glaube, es kommt ein bisschen Trinkgeld rein. Ach ja, ich hatte einen Bird Strike schon wieder und diesmal habe ich einen richtig riesigen Vogel zersäbelt. Ja, den habe ich gesliced mit dem Main Rotor Blade und dann habe ich die ganzen Sprinkle und Fleisch und bla bla. Deswegen ging halt alles über die Windschutzscheibe dann. War nicht so pretty. Ja, und ansonsten ja, bringen wir die restlichen, jetzt kurz vor 2. Wir arbeiten ja maximal noch 2,5 Stunden, 2-3 Stunden, wegen den kürzeren Tagen. Deswegen ja, bringen wir es hinter uns. Ich bin mal zwar ziemlich müde, aber und dann muss ich nachher kochen. Habe ich keinen Bock drauf. Aber ich habe halt Schweinefleisch und Bacon und sowas. Irgendwas wollte ich noch erzählen, fällt mir jetzt nicht ein, kommt später. So wie vermutet bin ich nur 3-mal geflogen. Jetzt haben wir 5:15 und Feierabend. Ja, kein Trinkgeld mehr. So, ist angenehme Temperatur, 18 Grad. Besonders wenn die Sonne scheint und so weiter. So, auf geht's nach Hause. Jetzt muss ich kochen. Schweinefleisch, Speck und so weiter. So, kochen ist angesagt. Der Bacon ist bereits fertig. Der ist ziemlich knusprig geworden. Und jetzt kommt das Schweinefleisch in die Hitze, Reis und dann Garlic natürlich, Sahne, Onion Powder. Dazu, ja. Und ja, ich habe heute wieder einen Bird Strike gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber das war ein Riesenvieh. Ja, wir müssten den ganz schön den Helikopter sauber machen, denn. Ja, das hat sich schön über den ganzen Helikopter verteilt. Ich glaube, habe ich schon erzählt.